Wir sind mit DB Mobil auf der Burg Altena in Westfalen. Heute findet hier ein Mittelalter-Kochkurs statt und wir wollen kräftig mitmachen. Bin gespannt, wie es wird. Roger Kemper ist Rechtsanwalt und Hobbykoch mit einer Vorliebe für Gerichte aus dem 13. Jahrhundert. Die Rezepte findet er in Klosterbibliotheken. Anders als man es sich vielleicht vorstellt, stand Fleisch im Mittelalter nicht oft auf dem Speiseplan. Das war auch gesünder, denn Fleisch konnte ohne Kühlung schnell verderben. Das einzige Essbesteck, das man im Mittelalter hatte, war in der Regel Holzlöffel. Und auch die waren kostbar und die wurden weitergegeben in der Familie. Und wenn dann jemand gestorben ist, wurde der Löffel in der Familie weiter vererbt. Daher auch der Spruch, den Löffel abgeben. Nach der Vorbereitung der Zutaten kommt die nächste Herausforderung. Feuer machen. Gar nicht so einfach. Wie ist denn das jetzt hier mit dem Holzhacken? Wie kommt man sich denn dann vor? Kommt man sich vor, wie als wäre man im Mittelalter? Ja, natürlich. Oder klopfst du heute noch Holz? Außer für einen Kamin vielleicht. Ja, und wie fühlen Sie sich denn? Das kann man ganz einfach erklären. Ja, nehmen wir einen an. Bitte. So. Kemper will zeigen, dass Gerichte wie Gewürzpfannkuchen mit Schinken auch heute noch gut schmecken und wie langwierig früher die Zubereitung war. Slow Food, nicht Fast Food. Fertige Speckwürfel gab es früher natürlich nicht. Ein echter Luxus für die Kursteilnehmer. Das Schönste am gemeinsamen Mittelalter-Kochkurs? Das gemeinsame Essen. Zum Wohl. Zum Wohl.